Bei jeder neuen Runde werde ich das Schlüsselwort nennen und die Karten dazu. Und dann sage ich, los geht's. Und daraufhin können Sie das Video anhalten, darüber nachdenken, wohin sich dieser Begriff am besten zuordnen lässt. Und wenn Sie soweit sind, drücken Sie einfach wieder auf Play. Also, es geht los mit der Bedeutung Projekt. Und zur Auswahl stehen das Schiff, das Haus und der Anker. Los geht's! Klar, ein Projekt macht sehr viel Arbeit, aber ein Projekt muss nicht unbedingt beruflich durchgeführt werden. Es kann genauso privater Natur sein. Von daher lässt sich's schon mal vom Anker ganz deutlich abgrenzen, weil der Anker nun mal immer von beruflichen Tätigkeiten ausgeht. Wechseln wir zum Haus. Das Haus hat viel mit Planung und Struktur zu tun. Alles Dinge, die notwendig sind, um ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Dennoch ist das Haus nicht das Projekt an sich. Das ist wiederum eindeutig nur beim Schiff angesiedelt. Als zweite Bedeutung haben wir die Unverbindlichkeit. Und zur Verfügung stehen uns wieder das Schiff, die Eulen und das Kind. Los geht's! Die Eulen haben einen außergewöhnlich tiefgründigen Charakter, über den ich ewig philosophieren könnte. Aber das habe ich schon genug getan, vor allem in meinem Buch Die fabelhafte Welt des Lenormand, was Sie hier eingeblendet sehen. Und da erfahren Sie so viel Hintergrundwissen zu den Karten, wie es ansonsten nirgendwo zugänglich gemacht wird. Der nächste Begriff ist die Beratung. Und zur Auswahl stehen A, der Brief, B, der Park und C, die Routen. Los geht's! Die korrekte Antwort lautet C, die Routen. Warum kommen die beiden anderen Karten nicht in Frage? Der Brief steht allgemein für Kommunikation und Kontakt, aber er definiert diese Art der Kommunikation nicht genauer. Das heißt, alle Formen des Gesprächs sind beim Brief inkludiert, nicht speziell aber die Beratung. Die ist einzig und allein bei den Routen zu finden. Auch der Park kommt nicht in Frage. Der Park führt zwar Menschen zusammen und hat dadurch auch irgendwo, ich sage jetzt mal, einen kommunikativen Aspekt, der mit reinspielt. Aber es geht nicht darum, vielleicht auch verstrittene Parteien in einer Beratung wieder an einen Tisch zu setzen. Das ist nicht Aufgabe des Parks. Das ist zum Beispiel eine ganz klassische Aufgabe der Routen. Wobei jede Art von Beratung gemeint sein kann, also auch zum Beispiel eine Lebensberatung. Welcher Karte lässt sich der Begriff Warten zuordnen? A, dem Weg, B, dem Baum oder C, dem Hund? Los geht's! Die richtige Lösung ist B, der Baum. Und die beiden anderen Karten sind unglaublich dicht dran an dem Begriff des Wartens. Wenn wir uns den Hund ansehen, ein Hund wartet in seinem Leben sehr viel auf das nächste Fressen, auf den nächsten Spaziergang, das Türklingeln und so weiter. Aber das sind alles Erwartungen. Schauen wir uns die Wege an. Ja, ein Weg kann lang und weilig werden und ist eben auch mit viel Warten verbunden. Aber der Begriff Warten gehört nun mal nicht zu den Wegen, sondern astrein zum Baum. Denn beim Baum geht es ja auch darum, dass sich Dinge unglaublich in die Länge ziehen. Deswegen spricht man ja beim Baum eben auch von Beständigkeit oder von Bewahren. Und all das hat eben auch mit Wartezeiten zu tun. Denn beim Baum ändert sich nun mal nichts. Die Dinge bleiben, wie sie sind. Und dadurch muss man gezwungenerweise oft warten, bis sich wieder was tut, bis sich wieder was bewegt. Und das können wir dann eben an anderen Karten ablesen, die sogenannten Aktionskarten, bei denen immer irgendwo was los ist und die wirklich Veränderungen ins Leben bringen. Aber wenn eine Karte das nicht tut, dann ist es der Baum. Und deswegen gilt es hier eben immer abzuwarten, bis sich wieder was tut. Wenn Sie beim Lernen der unzähligen Lenormand-Begriffe Unterstützung haben wollen, dann habe ich das Richtige für Sie, nämlich meine Deutungshelfer-Lernkarten, auf denen alle Bedeutungen der jeweiligen Karte aufgelistet sind, und zwar hierarchisch geordnet. Die wichtigsten und diejenigen, die am häufigsten vorkommen, die stehen ganz oben, und die Begriffe, die eher etwas seltener sind, aber trotzdem hier und da gebraucht werden, die stehen weiter unten.
Und auch wenn sie kein Einsteiger mehr sind, sondern Fortgeschrittener, hier und da hat man doch Wissenslücken. Und hier und da will man einfach auch mal einen Begriff nachschlagen, den man vielleicht gerade nicht parat hat. Das ist auch eigentlich gar nicht möglich bei dieser Unmenge von Schlüsselwörtern, die allein schon jede Karte umfasst und das mal 36. Und deswegen sind diese Karten eben auch für Fortgeschrittene das richtige Mittel der Wahl, wenn es darum geht, immer alle Begriffe einer Karte auf dem Plan zu haben. Die Deutungshelfer sind auch dafür nützlich, uns immer wieder die Besonderheiten der Karten in Erinnerung zu rufen. Zum Beispiel handelt es sich hier beim Haus um eine positive Karte. Es ist zugleich eine Themenkarte und noch eine Zwillingskarte. Auch das haben wir nicht immer alles vor Augen, können es uns aber hier ganz simpel zur Hand nehmen mit den Deutungshelfer-Lernkarten, die es übrigens in meinem Lenormand-Shop gibt mit dem Namen kathleen-bergmann.de. Der nächste Begriff lautet Schaden. Und zur Auswahl stehen die Karten A, die Sense, B, die Mäuse und C, der Berg. Los geht's! Die richtige Antwort lautet B, die Sense. Und auch hier sind die beiden anderen Karten wieder relativ dicht dran. Ich will es Ihnen ja nicht zu leicht machen. Es soll ja auch eine Herausforderung sein. So, warum ist der Schaden hier von den Mäusen und dem Berg abzugrenzen? Die Mäuse können Dinge verschmälern, verringern. Und dadurch kann natürlich infolgedessen auch mal ein Schaden entstehen. Aber vorrangig geht es bei den Mäusen darum, dass sie die Eigenschaft haben, eben etwas wegzunehmen und allmählich weniger werden zu lassen. Der Schaden an sich ist aber bei den Mäusen nicht zu Hause. Das ist einwandfrei bei der Sense. Sie kennen diesen Begriff im Zusammenhang mit der Sense sicherlich auch schon. Man muss sich den auch nur immer wieder mal vergegenwärtigen, denn die Sense, die richtet richtig Unheil an. Und bei den Mäusen ist es eher so ein stetes Abnehmen, ein stetes Zurückschreiten oder sich zurückentwickeln von etwas. Aber das ist auch nicht immer unbedingt schädlich. Wenn wir jetzt hier uns noch den Berg ansehen. Ja, der Berg ist ein Problemkandidat. Er schafft Probleme, er schafft Hürden, Hindernisse, Verzögerungen, viel Aufwand, viel Herausforderung, aber ja, so ein richtiger Schaden ist es dann doch nicht unbedingt. Und deswegen hier eindeutig zuordnenbar nur bei der Sense. Die nächste Bedeutung ist der Traum. Achtung, im Sinne von Wunsch, nicht im Sinne von nächtlich träumen. Und die drei Karten kommen in Frage. A, die Sterne, B, der Mond und C, die Fische. Los geht's! Die richtige Antwort lautet A, die Sterne. Und hier ist die Abgrenzung nicht ganz einfach. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn Sie auf den Mond getippt haben, weil hier eben auch etwas von Wunsch steht, dann liegen Sie gar nicht so falsch. Wir müssen einfach nur ein bisschen unterscheiden. Ein Traum, ein Lebenstraum ist nicht gleich ein Wunsch, den ich jetzt gerade im Moment habe, weil ich mir zum Beispiel von meinem Partner wünschen würde, dass er mehr auf mich zugeht. Aber das ist eben eine mehr oder weniger eine Erwartung, ein Wunsch meinerseits, der aber jetzt nicht gleich einen ganzen Lebenstraum umfasst. Wenn wir wirklich davon sprechen, dass wir eine Vision haben, wie etwas mal in unserem Leben aussehen soll, wo wir uns sehen würden, in ein paar Jahren zum Beispiel, dann reden wir einwandfrei von einem Traum, ja, der ja auch immer einen Wunsch beinhaltet, aber ein Traum ist eben etwas Lebensumfassendes, ja, und nicht nur auf bestimmte Bedürfnisse bezogen, wie beim Mond, so, und dieses große Ganze, ja, ich träume in der Zukunft von XY, ja, das ist wirklich einwandfrei bei den Sternen zu sehen. Jetzt kommen wir aber noch zur Abgrenzung mit den Fischen. Die Fische haben einen sehr fiktiven Charakter. Bei den Fischen geht es immer sehr viel um Irreales. Und eine virtuelle Welt beinhaltet immer irgendwo auch eine Traumwelt. Aber jetzt dieser Traum im Sinne eines Wunsches, den ich für mein Leben habe, das entspricht den Fischen nicht. Die folgende Bedeutung lautet der Kompromiss. Zur Auswahl stehen A, der Mond,
B, das Herz und C, die Lilien. Los geht's. Die korrekte Antwort lautet B, das Herz. Und hier ist die Abgrenzung nicht gar auf so einem schmalen Grat wie vorhin. Hier ist es deutlicher. Die Lilien stehen für Unterstützung, für Hilfsbereitschaft, für Entgegenkommen. Aber dadurch schließe ich jetzt nicht zwingend einen Kompromiss mit meinem Gegenüber. Und beim Mond geht es um Feinfühligkeit, um Empathie. Das ist eine schöne Eigenschaft, die hilfreich ist, um Kompromisse zu schließen. Aber der Kompromiss gehört einfach nicht zum Mond. Dafür einwandfrei beim Herzen beheimatet. Weil man das Herz primär in Verbindung bringt mit Liebe. Aber Liebe kann eben auch bedeuten, Kompromisse zu schließen, und das ist sogar notwendig. Wenn man zumindest dauerhaft lieben möchte, bedarf es einiger Kompromisse, um sich mit dem Partner zu arrangieren und auch dauerhaft liebend zu bleiben. Dadurch ist sehr viel Akzeptanz erforderlich. Akzeptanz ist übrigens auch ein Begriff, der ganz wunderbar zum Herzen passt. Und eben auch der Begriff, und das nicht nur auf romantischer Ebene, gerade das Herz in Verbindung mit beruflichen Dingen bringt diesen Begriff Kompromiss sehr stark zum Vorschein. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich irgendwie auf etwas einigen muss, dann steht der Kompromiss im Raum. Und deswegen ist für mich dieser Begriff in beruflicher Hinsicht bei der Deutung des Herzens so wichtig. Als letztes Schlüsselwort haben wir noch die Unüberlegtheit. Und zur Auswahl stehen A, der Reiter, B, die Eulen und C, das Kind. Los geht's! Die Eulen sind relativ dicht dran an der Unüberlegtheit, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass die Eulen Chaos stiften können. Aber das Ganze hat dann doch wieder irgendwo eine Intention. Die Eulen sind reif genug, um zu wissen, was sie tun. Denn letzten Endes geht es bei den Eulen ja immer darum, alles, was irgendwo konform ist, in Frage zu stellen. Und über so etwas muss man sich dann schon reiflich Gedanken machen. Wiederum, beim Kind geht es gar nicht darum, sich über irgendetwas Gedanken zu machen. Wir hatten das Kind heute auch schon mal. Und da habe ich auch gemeint, beim Kind geht es im Kern immer darum, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Dadurch eben auch sehr spontan zu handeln, mitunter eben auch unüberlegt, bedingt durch ein unreifes Verhalten und die Folgen eben nicht abschätzen können. Eine gewisse Naivität ist damit auch verbunden. Und das passt alles super gut zu dem Begriff Unüberlegtheit. Damit ich meine Lenormand-Arbeit auf YouTube weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen kann, brauche ich Ihre Unterstützung. Nämlich, indem Sie mir hier ein Like hinterlassen, indem Sie auch meinen Kanal kommentieren und auch ein Abo wäre wünschenswert. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit weiteren Quizzen. Gibt es das überhaupt im Plural von Quiz? Egal, Hauptsache es macht uns Spaß und bis zum nächsten Mal.